So, Freunde, OXTV ist wieder am Start. Heute Abend live on stage Oli P. mit über 4 Millionen verkauften Tonträgern. Einer der coolsten überhaupt. Und der rockt heute Abend die Hütte mit den 90ern. Für euch live on stage. OX und die Party geht ab. Yeah! Hallo Freunde, willkommen bei OXTV. Wir lachen uns schon kaputt, wir haben uns gerade erstmal top positioniert. Oli P. am Start. Freunde, es leben die 90er. Schön, dass du wieder da bist. Du warst schon zweimal hier jetzt, oder? Ich glaube, heute ist das zweite Mal, ja. Dann ist er. Also ich bin heute definitiv das zweite Mal hier, aber eigentlich natürlich bin ich eigentlich zum dritten Mal hier, aber das erste Mal, wo ich hier war, war ich nicht hier, sondern nebenan beim Möbelzimmermann. Naja, ist so. Okay, super. Was erwartet uns heute Abend? Ich sag mal so, in die Kamera, OXTV, Party People, was geht ab heute Abend? Wir werden nett schwofen, ein bisschen Stehblues, ja. Wie sagt man das, eng umschlungen, wie sagt man das? Schwofen. Schwofen, ja. Genau. Wir schwofen ein bisschen und ich werde ein paar Kesse-Hits und schrille Beats aus den 90ern kredenzen, möchte ich mal sagen. Und danach gibt es richtig schön auf die Fresse. Ich mache ein paar lustige Meshs, ein bisschen 2000er, 90er gemischt, ein paar aktuelle Sachen rein, ein bisschen Elektro. Polonaise, Blankenese werde ich auch spielen. Und das ist eigentlich der Song, der zeigt, war ich bis dahin gut oder nicht. Weil wenn es gut war, machen die Leute bitte, wenn nicht, machen sie einfach so. Und da bin ich gleich sehr gespannt, aber ich werde auf jeden Fall alles geben. Ich freue mich total und ja, ich bin aber nicht alleine da. Ich habe auch noch Verstärkung mitgebracht und bin ich sehr, sehr gespannt, weil ich bin ein riesen Chicago Bulls Fan und ich habe mir extra den roten Chicago Bullen mitgebracht und dort sitzt er. Schau mal an. Ach so. Meine Fresse! Oh, meine Güte! Nein, natürlich aus meiner Kindheit, weil viele sagen, Mensch, Olli, in meiner Kindheit, Flugzeug im Bauch, da habe ich mich an meine Kindheit erinnert und das war die Sesamstraße. Das heißt, ich bin rein theoretisch die Sesamstraße für manch 25-Jährige hier heute und ich habe mir meine Sesamstraße selber mitgebracht. Grobi wird, das Krümelmonster wird auch da sein, nur der hat gerade und hat jetzt einen Fressflash und sucht noch die Kekse, aber die wird er gleich auf der Bühne finden. Okay, gut, da wissen wir das auch schon mal. Ja, da bleibt nichts anderes zu sagen als OX und die Party geht ab, oder? Ja, OX und die Party geht ab. Und ich sag, hey, ab auf die Bühne. Bis dann. Tschüss. So, Freunde, hört mal hier, die Party war der absolute Hammer. Die Hütte ist immer noch rappelvoll. Und da habe ich schon eine gute Nachricht, habe ich hintenrum mitbekommen, dass wir wohl demnächst mehr Toiletten haben. Ja, das ist schon mal sehr schön. Oli P. war absolute Granate. Das Interview war auch sehr speziell, sehr lustig und ein bisschen lang. Möglicherweise machen wir davon noch eine zweite Version, die wir aus dem Video auskoppeln. Freunde, OX und die Party geht ab, immer und immer wieder und immer schön auf die Veranstaltungshinweise achten. Wir haben demnächst Mega-Events. Alles klar, goodbye and good night, yeah.